es ist Vorsatz und man nimmt das billigend in Kauf. Einfach nur, um seine Agenda durchzuziehen. Koste es, was es wolle. Und das ist einfach der Punkt. Und koste es, was es wolle. Deswegen habe ich auch von Selbstmord eben gesprochen. Wir reden alle momentan, gerade in Deutschland, ja extrem über Klima, Notstand, Klimakrise hin und her. Ich glaube, egal was passiert, das Problem, was wir kriegen werden, in nicht allzu langer Zeit wird eine ganz andere Krise sein, nämlich eine Ernährungskrise. Und wenn die auch nicht bei uns sofort zuschlägt, sondern dann schlägt die halt woanders zu. Ich habe am Samstag zufälligerweise ein Herz für Kinder gesehen im ZDF, wie dann alle heuchlerisch die Betroffenheit erzeugt haben, dass da hungernde Menschen, hungernde Kinder sind. Ja, stimmt. Ja, Guterres, der UN-Generalsekretär, spricht von einem Tsunami von Hunger. Ja, den gibt es auch. Es gibt zwar 820 Millionen Menschen, die akut Hunger leiden gerade. So, was passiert denn? Das ist ja gar nicht weit weg von uns, vor der Haustür von Südeuropa, in den Maghreb-Staaten. Wir legen hier 8 Millionen Hektar, ich möchte mal sagen, ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter, 8 Millionen Hektar sollen mit der Farm-to-Fork-Strategie in Europa stillgelegt werden, aus der Produktion genommen werden. Das ist Hanebüchen, was hier los ist. Dann soll 25% nur noch Bio angebaut werden. Ich sagte ja gerade, wenn Sie Glück haben, ernten Sie da die Hälfte. Erstens, wer soll das bezahlen? Weil am Regal endet die Moral, das sehen wir gerade, deswegen machen die gerade alle pleite. Wo soll dass die Nahrung herkommen, weil wir müssten es ja woanders kaufen. Und wem kaufen wir es weg? Bestimmt nicht den reichsten Menschen auf dieser Erde. Und das ist unehrlich und das ist wirklich ein schändliches Verhalten und ich kann das gar nicht glauben. Und dann wird das ja alles propagiert mit, und ich hab das heute mir mal ausgedruckt, gerade bei Tagesschau Online, da wird dann von einem Jan Zimmermann vom ARD Hauptstadtstudio berichtet. Denn Deutschland steht bisher nicht gut da. 80% der Landschaften sind in einem ökologisch schlechten Zustand. Ich frage mich, ob dieser Mensch schon mal aus Berlin rausgefahren ist und mal geguckt hat. Ja, also ich wohne hier in Niedersachsen. Wir haben hier wirklich Kulturlandschaften geschaffen über Jahrhunderte. Ich wohne am Weserradweg. Das ist einer der schönsten Radwege Deutschlands. Die Menschen kommen zu uns, übernachten hier bei uns auf dem Betrieb und sagen, wie schön die Landschaften sind. Und ich bin in meinem Leben schon sehr viel gefahren, weil ich sehr lange bei der Bundeswehr war und war in ganz Deutschland unterwegs. Also wir wohnen nicht in einem Shithole-Land, von dem dieser Mensch gerade angeblich spricht, dann soll der woanders hinfahren. Da soll der irgendwo mal hinfahren nach Südafrika, Südamerika, wo Regenwälder abgeholzt werden, die Lunge der Erde, um dort Nahrungsmittel zu produzieren. Und wir haben die Dekadenz, hier Flächen stillzulegen. Da, wo Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, die bei uns seit 30, 40 Jahren verboten sind, wo die Flüsse gelb, blau, grün, orange leuchten. Ja, warum denn wohl? Ja, also wie gesagt, ich streite das nicht ab. Wir haben eine Verschmutzung der Weltmeere. Das ist alles eine Vollkatastrophe. Aber doch nicht hier bei uns. Und wenn ich dann sehe, dass Frau Lemke aus Kanada wiederkommt, dort 1,5 Milliarden Euro im Koffer hat, die irgendwo irgendeinem gibt, keine Ahnung wofür, und dann kommt sie zurück und sagt, wir müssen 80% hier unbedingt wieder in den Griff kriegen in Deutschland, weil hier alles gerade den Bach runtergeht. Ich frage mich wirklich, in welchem Film diese Menschen leben. Weil, wie ich sagte es ja gerade, wir können Landwirtschaft in Deutschland mit Artenschutz, mit Naturschutz besser verbinden und vereinbaren als jedes andere Land auf diesem Planeten.